Hi Leute, das ist Sano hier. Titel-Update 20.3 ist da. Und die Patch-Notes dafür, die gehen wir gerade mal schnell durch. Ein relativ kleines Update mit so ein paar Fixes drin. Ich hau euch das, wie gesagt, wenn ihr das selber lesen möchtet, auch natürlich in die Videobeschreibung rein. Fangen wir auf jeden Fall aber mit der Manhunt an. Da wurde ein Fehler mit der Memo, mit dem Collectible behoben, das während der Endmission mit Fei Lao hätte droppen sollen. Ja, dass das von dem benannten NPC nicht gefallen ist. Das sollte jetzt sein für alle, die das noch nicht haben oder hier die alte Fahndung halt so spielen. Die können das halt jetzt bekommen, was auch ganz cool ist. So, das hier hatte ich tatsächlich auch den Fehler, dass ich quasi die Manhunt gemacht habe und irgendwie konnte ich den Kontrollpunkt nicht einnehmen, weil er irgendwie sagte, in der Nähe ist irgendeine Nebenmission nicht gemacht. Obwohl das gar nicht der Fall war. Ich glaube, ich habe es in einem der Gameplay-Aufnahmen von mir, war es auch mit drin. Das konnte ich aber fixen. Ich habe einfach ausgeloggt und wieder eingeloggt und dann ging's. Aber das sollte jetzt für alle, die den Fehler haben und den so nicht fixen können, das sollte dann damit behoben sein. So, dann im Abstiegsmodus gibt es endlich den Arm-Patch, den Nemesis-Arm-Patch, wenn man den Nemesis bei Loop 8, ne, also der achten Runde schon legt. Und das war wohl vorher gab es wohl auch einen Fehler, dass das nicht so funktioniert hat. Und dann noch ein Fehler, wie man irgendwie den Descent-Spielmodus aktivieren konnte, wenn man die Lootkiste angegrabbelt hat, die direkt vor der Tür steht. Das ist mir tatsächlich auch schon oft passiert. Wo wollte ich einfach dran, eigentlich nur den Loot grabben, aber ja, dann zack, ging der Ladebildschirm los und man war im Abstiegsmodus. Und jeder, der in den Abstiegsmodus reingeht, der weiß, dass das ein bisschen dauert, bis man da wieder rauskommt. Dann noch eine Sache, was die Global Events angeht, was die Herausforderungen für die Black Task angeht, dass da keine Aufgabe quasi bekommt für legendäre Elite-Gegner der Black Task in den Global Events. Aber das ist so eine Sache, ja. Das ist gut, dass sie es gefixt haben. Mir persönlich ist es aber nicht aufgefallen. Gear, Waffen und Talente. Ein Fehler wurde behoben, wo die Mantis, das exotische Sniper-Gewehr, ne? Die Mantis nicht. Also normalerweise ist es so, wenn man mit der durch das Visier schaut, dass man dann mehrere Sachen angezeigt bekommt. Statistiken vom Gegner und Schwachpunkte und so ein Kram, ne? So zusätzliche Informationen einfach. Und das war irgendwie ein bisschen buggy und das ist jetzt behoben, wenn man durchs Scope schaut. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ein paar UI-Fehler wurden noch behoben, die könnt ihr euch gerne selbst mal anschauen. Dann so ein paar Vanity-Sachen, ne? Also Bekleidungskram für hier das SEO-Panel, den Kram, dass die Sachen ein bisschen klippen und dann natürlich nicht so toll aussehen. Und ja, ansonsten, ja, ein Fehler wurde noch behoben, wo die Turrets in Tidal Basin, dass die durch die Wände geschossen haben. Das hier ein Fehler, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Was ist das wieder für ein Quatsch? Dass man irgendwie 90.000 XP für die Briefing-Mission bekommen hat, wenn man die immer resettet hat, während man alle globalen Direktiven und für das entsprechende Manhunt-Target doppelte XP-Event aktiv war. Also, keine Ahnung, was für komische Fehler manchmal, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie sich sowas einschleicht. Und wie man sowas rausfindet, das ist unheimlich. Ohne Scheiß. Wenn ich manchmal höre, was für Glitches es gibt, da frage ich mich echt ernsthaft, wie kommt man auf so eine Idee? Wie kommt man darauf, das genau so auszuprobieren, also da kann man nicht jeder erzählen, dass das irgendwie zufällig passiert, aber was weiß der Geier, ne? So, der Rest ist Firlefanz, ein paar Animationen wurden behoben und Stabilitätsverbesserungen. Ja, das steht, glaube ich, auch fast jedes Mal. Stability. So. Ja, und das war's, Leute. Kurz und knapp. Dann das Update, TU 20.3. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.